Schweizer Nationalspielerin und WM-Teilnehmerin 2015. Erstmal herzlich willkommen. Allerdings, die meiste Zeit deines Lebens hast du wirklich überhaupt nicht gedacht, dass du Schweizer Nationalspielerin werden könntest, weil man kann mir die auch platt schnacken, oder? Ja genau, ursprünglich bin ich aus Schleswig-Holstein. Ich bin auch in Deutschland aufgewachsen, meine Mama ist entscheidend für die deutsche Staatsbürgerschaft. Ja, das war dann eher ein kleiner Zufall. Weil Martina Voss-Tecklenburg noch Spielerin gesucht hat. Ja, gesucht vielleicht nicht, aber es hat sich dann halt angefunden. Und dann ging es ratzfatz in einigen Monaten, warst du plötzlich bei der WM, ne? Ja, genau, es war so innerhalb von 2 Monaten, irgendwie mit zum Algarve-Cup, dann kam ich für die WM und dann durfte ich ja auch Gott sei Dank spielen. Ja. Olympia-Qualifikation hat ja nicht mehr so ganz geklappt, aber es gibt ja wieder eine Europameisterschaft in diesem Jahr. Wie gut ist die Schweiz? Wie weit könnt ihr kommen? Ich würde uns schon eigentlich ganz gut einschätzen. Wir haben auf jeden Fall große Fortschritte gemacht. Extrem gute Spieler sind dabei, ob die jetzt bei Wolfsburg spielen, Potsdam. Auch die Mädels, die in der Schweiz spielen, wirklich super. Also ich hoffe schon, dass wir da was reißen können. Medaille? Sehr schön. Ja, wir machen das mal apropos Wettbewerb. Du kannst doch noch was anderes richtig gut außer Fußball spielen. Und zwar, du warst zumindest bei The Voice dabei. Das heißt, eigentlich kannst du auch singen, oder? Ja, unter der Dusche. Wolltest du mal singen hören? Ja, ich glaube, heißt nicht. Wie wär's mit Tears in Heaven? Das ist so traurig, aber... Hast du noch was anderes sonst? Wir können noch 2 Lieder. Ich muss hier jetzt fahren, Mathe. Ja, dann sing mal Stilles. Mit den ganzen Schäden verpasst. Ja. Oh, Tschüss, ihr Lieben, los. Geht auf das Mikro und die Bühne ist dein. Ja. Would you know my name? Ich mich